Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin Exos und hier seht ihr zur Abwechslung mal Black Ops anstelle von Destiny. Denn die Beta, die habe ich gezockt, übers Wochenende habe ich das Ganze mal angetestet. War am Anfang richtig schwierig. Ich war noch so Destiny gewöhnt, dass ich bei COD fast nichts machen konnte. Hab dann ein bisschen gespielt, habe mich ein bisschen eingezockt und ja, jetzt bin ich hier. Ich spiele recht gut wieder, so wie es früher war, denn ich komme ursprünglich aus dem COD-Genre, das heißt, ich bin eigentlich von Grund auf COD-Spieler. Naja, ganz früher Battlefield 2, es geht ganz weit zurück, meine Gamer-Karriere, wenn man es Karriere nennen kann. Meine Gamer-Geschichte, ich nenne es so, dann klingt sie nicht so eingebildet. Ja, meine Gamer-Geschichte geht eigentlich recht weit zurück. Der Ursprung hat bei den Ego-Shootern begonnen, COD, Kernpunkt. Und ich habe auf dem Kanal Angulus Gaming, also ein YouTube-Partner von mir, grüß dich Angulus, wenn du das Video siehst, er hat da auch das Ganze mal angetestet. Sehr ausführlich hat er es auch erklärt mit den Fähigkeiten von den einzelnen Klassen. Hier seht ihr bei mir einfach nur ein Gameplay und ich quatsch da drüber und möchte ein bisschen ein paar Punkte thematisieren und ein bisschen Rückmeldung von meiner Community einholen. Auf was wollte ich raus? Genau. Angulus hat das sehr, sehr ausführlich, hat er das gezeigt. Ich blende es hier noch ein zu seinem ersten Video, das er gemacht hat. Für alle, die da wirklich ein bisschen mehr Informationen wollen, Hintergrundinformationen zu dem Spiel. Ich eben nur Gameplay und Quatsch. Das heißt, schaut doch noch bei ihm vorbei. Er hat das sehr gut gemacht. Ich sage es jetzt schon zum dritten Mal. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ihr bei ihm noch kurz vorbeischaut, wenn ihr euch für Black Ops sehr interessiert. Gut, worauf will ich hinaus? Ich will hinaus, dass ich bei Destiny, ja, ich habe mir von Destiny viel, viel mehr erhofft. Das Spiel gefällt mir immer noch sehr, also ich spiele es immer noch unglaublich gerne, aber Destiny hat so unglaublich viele Phasen, wo du nichts machen kannst, bis das nächste DLC kommt. Ich meine, wir warten alle so lange auf The Taken King. Dunkelheit lauert was, genau das gleiche bei Haus der Wölfe auch. Und ich befürchte, dass es dann, wenn es Richtung Destiny 2 geht, genau gleich sein wird. Und ich habe das in der Regel immer ein bisschen mit Let's Plays überbrückt. Aber am Abend hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen gestreamt. Und naja, Destiny die ganze Zeit zu streamen, PvP verleitet mir, Crota solo zu töten. Naja, also der arme Mann, der arme Crota. Die arme Schareinheit, die habe ich auch schon oft genug gekillt. Und ich würde mich da einfach freuen, wenn ich da ein bisschen COD streamen könnte, wenn das da, ja, einfach die PS anwerfen, loslegen, streamen und einfach ein bisschen zocken mit meinen Kumpeln, so wie ich es früher immer gemacht habe. Denn ich habe die Leute, meine Truppe, die habe ich auch über COD kennengelernt übrigens. Ich erzähle die Geschichte kurz. Also, das war in COD 4, wenn ich mich recht entsinne. Doch, war es in 4. Ich habe da früher sehr, sehr viel alleine gespielt, ohne irgendwelche Kumpels. Und dann irgendwann mal bin ich auf Mevil Kusi und Wenn ich du wäre getroffen. Die hießen damals noch anders, spielt aber keine Rolle. Ich hieß damals Schattenlicht. Ich hieß früher Schattenlicht, habe dann den Namen geändert auf Nexos, als ich den Kanal aufgemacht habe, als ich mit YouTube begonnen habe. Und ich habe gegen die zwei gespielt und wer Wenn ich du wäre kennt, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und Mevil Kusi ist auch sehr gut. Ich habe da aber die zwei recht dominiert, wenn ich das sagen darf. Und Wenn ich du wäre hat natürlich diese Herausforderung gereizt und hat dann gleich begonnen gegen mich auch extrem gut zu spielen. Hat mich dann öfters auch getötet, es war ein richtig schönes Duell. Und Mevil Kusi hat sich so dermaßen über mich aufgeregt, weil er mich einfach nicht töten konnte, meistens nicht. Und wer Mevil Kusi kennt, er schreit so herrlich. Er regt sich so cool auf. Teilweise kriege ich einen Lachflash, wenn ich ihm zuhöre. Und ja, jetzt ist es so, dann hat, wenn ich du wäre, gesagt, hey, Schattenlicht ist ein deutscher Name, das muss ein Deutscher sein, ich lade den mal ein. Dann bin ich in die Party rein und dann haben wir festgestellt, ach, wir sind alle drei Schweizer. Haben dann zusammen gezockt. Und ja, dann ist eine weitere Situation gekommen, die zwei waren mal nicht online, ich habe alleine COD gezockt und dann bin ich auf Stoneward und Kegifred getroffen. Die zwei hingegen waren damals in meinem Team und wir haben ja gewonnen. Kegifred hat sich einfach darüber, also hat sich gewundert, wie zum Teufel schafft es Schattenlicht so schnell eine Abschussserie zu bekommen.
Er hat gesagt, das ist unmöglich, kann irgendwie gar nicht sein. Dann hat er mich mal in die Party eingeladen, weil er auch gesehen hat, Schattenlicht, deutscher Name, wollte das wissen. Hat herausgefunden, ach du, der ist ein Schweizer. Und dann haben wir zusammen gezockt. Dann haben wir dann zu fünft gezockt, also Mabel Cousy, wenn ich du wäre, ich, Kekifred und Stoneward. Und so haben wir dann begonnen. Da sind noch weitere Leute dazugekommen. Bashtu ist beispielsweise noch dazugekommen. Den sieht man ja auch viel von meinen Destiny-Videos. Also da werden die Leute, also man sieht sie ja, der ein oder andere kennt den Namen vielleicht. Und dann sind auch noch andere Leute dazugekommen, die nicht so häufig spielen, aber zwischendurch mal vorbeischauen. Naja, jetzt wisst ihr, der Ursprung, der ist bei COD. Und Bashtu würde sich dann natürlich sehr freuen, wenn wir wieder einfach so ganz gechillt COD zocken könnten mit Abschussserien und so wie es in den guten alten Zeiten war. Und ich kann ihn auch gut verstehen, weil ich vermisse das auch ein bisschen. Bei Destiny ist es halt so, das hat sich ein bisschen festgefahren, weil mein Kanal wäre ja eigentlich als Tipp- und Trick-Kanal gedacht für allerlei Videos. Jetzt gab es extrem viel zu zeigen bei Destiny und es hat sich ein bisschen festgefahren bei Destiny und ich finde es absolut in Ordnung, weil ich mag Destiny, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, man braucht extrem viel Zeit, also es braucht extrem viel Zeit, bis die nächsten DLCs kommen und zeittechnisch ist es nicht ganz so schön gemanagt, wie es eigentlich sein sollte. Also die Phasen zwischendrin, die dauern mir zu lange und am Abend kann ich dann teilweise auch nicht streamen, weil ich einfach keinen Bock habe, Destiny zu streamen. Weil, ja, PvP ist es immer ein bisschen das Gleiche, wenn ich ehrlich bin. Und ich freue mich riesig auf The Taken King und werde da auch wahnsinnig viel Videos machen und wieder viel Destiny zocken. Aber ich vermisse das, einfach mal online gehen zu können und einfach mal drauf loszuspielen. Und bei COD kann man das. Das COD hat genau das. Da wird nichts erwartet, da muss man nichts aufbauen. Naja, Level steigen und so passiert aber ganz normal. Es ist einfach gemütlich. Und ich habe mir jetzt gedacht, warum kaufst du dir nicht das Black Ops? Ich habe es jetzt getestet, ich finde es ein gutes Spiel, mir gefällt es sehr stark. Warum kaufst du das nicht? Und dann kannst du auch von COD Gameplays zeigen, du kannst Let's Plays machen von der Kampagne und du kannst dann auch, wenn der Zombie-Modus da ist, können wir mal Zombie-Modus zocken, also ich und meine Leute und das Ganze streamen. Und wir kommen sehr, sehr weit beim Zombie-Modus in der Regel. Ja, also da gibt es auch immer wieder Tipps und Tricks, die ich dann verraten könnte im Zombie-Modus. Also viele Videos um Tipps und Tricks auch im Multiplayer, PvP, Zombie-Modus, Let's Plays, alles Mögliche halt, was da machbar ist. Und ich würde das sehr gerne auch auf meinem Kanal hochladen. Jetzt ist es so, ich mache das nicht ohne meine Community zu fragen. Das heißt, ich frage zuerst euch, was haltet ihr von der Idee? Wollt ihr zwischendurch mal Streams sehen von Call of Duty Black Ops 3? Das heißt nicht, dass es dann keine Destiny-Streams mehr gibt, die wird es immer noch geben. Insbesondere dann, wenn The Taken King rauskommt oder andere Erweiterungen, Destiny 2 und so. Dann ist das natürlich total im Vordergrund, das ist ja klar. Aber ich habe mir gedacht, ebenso schöne Abwechslung, Phasen zu überbrücken, wo es gerade nicht viel zu tun gibt, ist dieses Spiel doch einfach herrlich. Und wie vorhin gesagt, ich würde gerne euch fragen, was haltet ihr davon? Die Leute, die meine Let's Plays schauen, die können sagen, hey cool, ja, wollen wir sehen, die Kampagne von COD nimmt uns Wunder, Let's Play das doch bitte. Und die Leute, die gerne COD Gameplays sehen wollen, ja, mach Gameplays, so wie es jetzt hier der Fall ist. Da kann man natürlich auch sogar noch Montagen zusammenschneiden. Es gibt ganz coole Fähigkeiten in dem Spiel, die kann man dann alle zu schönen Montagen zusammenschneiden. Es gibt unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten mit Fähigkeiten, Abschussserien und Waffen. Ich war schon nur schon in der Beta, als ich gespielt habe. Die Ideen haben richtig gesprudelt. Auch schon für Videos, Kombinationsmöglichkeiten, so coole Sachen. Und ich habe immer mehr Dinge freigeschaltet und es ist immer mehr gekommen und boah, herrlich, ich würde jetzt am liebsten schon loslegen mit den Videos, Tipps und Tricks zu verraten, weil es gibt so coole Kombinationsmöglichkeiten, ich sag's nochmal. Und ich würde die alle gerne zeigen. Das sind teilweise dann ganz einfache Kombinationen bis hin zu ganz schwierigen Kombinationen, wo man auch einen gewissen Grad an Skill braucht. Aber jeder Spieler möchte sich ja verbessern und besser werden. Aus diesem Grund würde das auch ins...
Boah, man merkt, ich spreche Freischnauze. Aus diesem Grund wiederhole ich mich auch teilweise. Ja, das würde auch ins Paket kommen. Das heißt, Gameplays auf Nexus Gaming und Tipps und Tricks auf Nexus Gaming und beim Zombie-Modus auch Tipps und Tricks auf Nexus Gaming und die Let's Plays auf dem Let's Play-Kanal. Das ist so die Idee und da bin ich einfach angewiesen auf die Community, weil es ist eigentlich eine Destiny-Community, die ich mir aufgebaut habe oder die den Weg zu mir gefunden hat, wir uns gefunden haben und... Oh shit. Ja, ich schaue gleich live zu, wie ich hier spiele. Ja, und ich habe mir gedacht, gut, die meisten, die Destiny spielen, die kaufen sich auch COD, von dem her kann ich das eigentlich ohne Probleme einbauen. Und, ja, ich werde das aber nie machen, ohne die Community zu fragen. Jo, und bin eigentlich gespannt. Ja, ich wusste da nicht, dass das so ein ferngesteuertes Flugdings ist, wo man stehen bleiben muss. Jo. Ich bin da extrem gespannt auf die Rückmeldungen für euch. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gute Idee, schlechte Idee. Nexus, hör auf mit YouTube. Du hast es nicht drauf. Schreibt da rein, was euch durch den Kopf geht. Ja, ich bin gespannt. Weil die Beta, die gefällt mir sehr. Einige Dinge sind noch ein bisschen unbalanced. Es gibt eine Waffe, die ist total OP. Also ein Sturmgewehr und ein MP. Das wird aber wahrscheinlich angepasst. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe die Waffe mal freigeschaltet und damit gespielt. Ich spiele da relativ häufig KD zu 1. Also häufig ist übertrieben. Ich spiele teilweise eine KD zu 1 oder auch zu 0, weil die Waffe einfach OP ist. Aber wenn das noch balanced wird, dann wird dieses COD wieder mal eins von den besseren CODs, die es gab. Denn das letzte COD, das sie produziert haben, hat mir absolut nicht gefallen. Klassischer Fehler von mir. Das hat mir absolut nicht gefallen. Es war... Mit den Exosuits war es einfach... Das war nicht mein Ding. Einigen hat es gefallen, mir hat es absolut nicht gefallen. Ich hätte mir gerne so ein Modern Warfare 2... Ein Modern Warfare 2 gewünscht, Entschuldigung. Ich bin halt Schweizer, da hört man teilweise Schweizer Wörter raus. Ich hätte mir gerne das 2 gewünscht. So etwas in diesem Stil. Naja, hier ist das mit dem Springen nicht ganz so schlimm. Es ist ein bisschen viel Rutschen, teilweise auch Hopsen, aber es ist nicht übertrieben Hochspringen. Von dem her ist es okay für mich. Ja. Ich bin, ja, sehr, sehr Fan davon momentan. Zu Beginn nicht. Zu Beginn war es noch schwierig, aber mit der Zeit spielt man sich ein, man lernt die Maps kennen und, und. Und wenn wir schon bei der Map sind, es gibt eine Karte, die ist total unbalanced. Also unbalanced, sie ist einfach bescheuert, weil die Spawnpunkte so, die sind einfach schlecht gesetzt. Du hast jedes Mal Leute im Rücken, die spawnen immer hinter dir. Du wirst immer von hinten niedergeknallt, das ist nicht wirklich cool. Jo. Für alle, die sich jetzt noch Gedanken machen und Sorgen machen, ah nein, jetzt hört er auf mit Destiny, das ist absolut nicht der Fall. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Mir gefällt Destiny sehr. Ich habe mir da ja auch einiges aufgebaut bei Destiny. Ich habe ja alle exotische Waffen und Rüstungen mittlerweile. Das ist auch ein Grund, warum ich eben noch etwas zusätzlich machen möchte. Also, eigentlich bezieht sich das hier ausschließlich auf Streams. Ich möchte da möglichst viel noch streamen können und COD ist da einfach, es bietet sich so schön an. Und ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich das umsetzen könnte, wenn die Community das da auch befürworten würde und sagt, ja, wir fänden das sehr, sehr cool, wir sind auch COD-Fans, macht das doch, finde ich eine gute Idee. Eben auch das Ganze in die Comments, unten rein, einfach mal in die Beschreibung. Jetzt habe ich aber den Faden verloren, was wollte ich schon wieder sagen? Ah genau, Destiny, keine Sorge, ich werde da dranbleiben. Mir gefällt das Spiel immer noch. Ich würde da dann auch gerne noch andere Spiele ins Sortiment aufnehmen. Also Star Wars Battlefront, The Division, je nachdem wie die Spiele dann werden, ob sie gut werden oder nicht. Es wird dann vielleicht alles ein bisschen viel. Ich muss dann das ein oder andere reduzieren. Vielleicht werde ich die Let's Plays dann ein bisschen zurückschrauben. Ich mache ja momentan etwa 4 Let's Plays pro Tag. Das ist recht viel.
Das könnte ich dann eigentlich auf 2 reduzieren und... Jo. Ich sehe es dann. Ich bin ja flexibel und anpassungsfähig, was das betrifft, von dem her ist es okay. Und da würde mich das Ganze auch noch wundern nehmen. Star Wars Battlefront und The Division. Was haltet ihr davon? Wenn ich das auch noch ins Sortiment nehme, wo ich Tipps und Tricks, Videos mache oder auch Gameplays zeige, ja oder nein? Es ist dann, der ganze Kanal wird dann unter Umständen ein bisschen vielfältig. Das ist mir durchaus klar. Aber eigentlich ist das ja gut. Weil die meisten werden sich so oder so auch Star Wars Battlefront kaufen und The Division. Ja, das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich mir mache natürlich als YouTuber. Was kann ich alles ins Sortiment nehmen? Zum einen möchte ich ja den Spaß behalten. Ich möchte ja eigentlich einfach... Oh, wow, wow. Ja, das war eine super Fähigkeit. Ich möchte ja den Spaß behalten. Ich möchte ein bisschen das zocken können, was ich möchte, was ich will, was mir Spaß macht. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch Videos machen können für die Community. Und da möchte ich ja ein bisschen ein Mittelmaß finden. Beim Ganzen. Verbündete Drohne nähert sich. Tja, mir ist vorhin noch was in den Sinn gekommen, was ich unbedingt sagen wollte. Ich weiß es aber nicht mehr. Schade, ja, das ist das Problem, wenn man frei Schnauze spricht. Vergisst man vieles. Ich müsste eigentlich nur noch 3 Minuten etwa quatschen, dann ist das Ganze vorbei. Dann hätte ich 20 Minuten lang durchgequatscht. Tja, wie man sieht, COD extrem schnell. Das Spiel ist unglaublich schnell. War es schon immer. Ah ja, genau. Nein, das habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, das mir Bashtu, dass er sich sehr freuen würde, wenn wir da einfach wieder mal loszocken könnten. Weil bei Destiny ist es immer verbunden mit Gegenständen mitnehmen und was weiß ich alles. Und dieses einfach anschalten, zocken und Spaß haben mit der Truppe. Und das würde ich sehr, sehr gerne umsetzen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der Zombie-Modus übrigens. Streamen kann man den auch sehr, sehr gut. Ich meine, dann sagt man, ich starte um 8, Zombie-Modus, wir schauen, wie weit wir kommen. Dann findet man Dinge heraus, Waffen-Upgrades, Laufwege und so weiter und so fort. Das kann ich dann in Videos verpacken, wie ich schon x-mal gesagt habe. Ja, weil wir haben früher in den Zombie-Modi haben wir auch immer sehr, sehr viel gemacht. Sehr coole Dinge gemacht. Ja, Strategien herausgefunden. Ich habe mal, zu zweit haben wir mal in einem COD, das war das COD, wo die Map war mit dem Kino. Da gab es ein Kino und da musste man gegen Nazi-Zombies kämpfen, wie es im Zweiten Weltkrieg immer ist. Es waren Black Ops. Ich glaube Black Ops 1 könnte das sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle haben wir da extrem viele Runden gespielt. Ich habe da mit einem Kumpel... Sein Headset war kaputt, haben wir um 8 Uhr, glaube ich, etwa begonnen und am nächsten Morgen um 6 waren wir immer noch dran. Das war alles die gleiche Runde. Wir waren auf dem Weg Richtung Weltrekord. Ich habe das erst im Nachhinein herausgefunden, dass wir da Richtung Weltrekord unterwegs waren. Aber wir waren um 6 am Morgen so dermaßen müde, dass wir schlicht und einfach keinen Bock mehr hatten, weiter zu zocken. Und wir wussten auch da nicht, dass wir in Richtung Weltrekord gehen. Und ich würde das auch gerne wieder umsetzen, also nicht einen Weltrekord aufstellen, nein, das ist ein bisschen sehr viel, sondern einfach lange, schöne, ausführliche, richtig geile, gemütliche Streams machen mit dem Zombie-Modus. Tja, und ich merke, ich bewege mich da, was ich da erzähle, ein bisschen im Kreis, ich hoffe, es ist nicht arg schlimm. Ich habe den nicht gesehen oben rechts. Was man teilweise in der Wiederholung sieht, aber währenddessen man ihn hatchen ist nicht. Aber jetzt habe ich ihn gesehen. Also jetzt weiß ich, dass er da war. Tja. Ich stelle mir gerade die Frage, wie ich die weiteren Gameplays, was ich da erzählen soll. Weil ich merke gerade, dass ich eigentlich hier schon alles gesagt habe, was ich in mehreren Gameplays sagen wollte. Naja, nicht schlimm. Ah, mir fällt gerade ein, die Pumpguns hier sind schwer OP. Die Reichweite ist viel zu hoch. Eben, sie haben noch einige Dinge, die sie anpassen müssen. Ja, wenn man mich nicht sieht. Einige Dinge, die man anpassen müsste im Spiel, das werden sie auch machen. Für das ist eine Beta schließlich da, um noch ein bisschen zu testen, ob das Spiel balanced ist oder nicht. Und dann wird das Spiel eigentlich ein richtig gutes. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Rückmeldungen von euch. Ich
bin sehr, sehr gespannt, was da gesagt wird. Ich würde es sehr cool finden, wenn ihr sagt, doch, mach das. Weil wenn jetzt zu viele Leute sagen, nein, finden wir nicht gut, mach nur Destiny, wäre ich ein bisschen, ja, ich fände es extrem schade. Ich würde mich da natürlich aber dem dann beugen. Klingt pervers, aber ich würde da natürlich nachgeben. Das klingt schon viel besser. Ich würde da ein bisschen nachgeben und würde dann sagen, gut, dann mache ich nur Destiny. Wenn es so gewünscht ist, ja. Aber eben, ich würde das Sortiment sehr, sehr gerne erweitern. Und man sieht, ich kann in COD auch gleiche KDs reißen, wie ich es dann teilweise im Destiny mache. Na verdammt, die Spawns, ich hasse die Spawns. COD-Spawns sind die schlimmsten Spawns, die es gibt. Nun gut. Ja, und ich würde da auch gerne eben die Gameplays-Montagen, ich sag's schon zum 30. Mal, ich weiß gar nicht so genau, was ich da eigentlich noch alles quatschen sollte. Jo, ich lasse den Rest jetzt einfach noch ein bisschen laufen. Ich sag's ja, die Spawns. Ich lasse den Rest noch ein bisschen laufen. Ich sag's nochmal, gespannt auf die Rückmeldung. Ich hoffe, sie fällt positiv aus, so wie ich mir hier das dann wünsche. Wenn nicht, sei es drum, ist halt so. Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, immer wieder ein bisschen das Gleiche gesagt, sondern habe die Dinge mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Es ist noch schwierig, Freischnauze hier ein bisschen zu quatschen und ja, die ganze Sache zu erklären. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Gameplay von der Beta. Mal schauen, was ich da alles von mir gebe. Bis zum nächsten Video. Ah, mir fällt gerade ein, Yarimba vom Stream. Vielen Dank für den Key, für den Code, dass ich hier noch die Beta testen konnte. Ich hätte es nämlich selbst verpasst, aber ich habe eine grandiose Community. Und ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich. Also ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für den Code. Ist nicht selbstverständlich. Merci. Und für alle, die jetzt vom Gameplay sagen, hey, das Spiel ist cool, in der Beschreibung ist der Link direkt zu Amazon, wenn ihr das Spiel vorbestellen möchtet. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Thank you.